Hallo, liebe Reisefreunde, schön, dass ihr bei uns vorbeischaut. Anfang Oktober sind wir noch einmal nach Garmisch bzw. nach Grainau zu dem Stellplatz Zugspitzblick gefahren. Wir waren dort zwar schon mal im August, haben auch schon ein Filmchen eingestellt, aber wir wollten uns dort noch einiges anschauen und da wir so tolles Wetter hatten, haben wir gedacht, dann fahren wir da nochmal vorbei. Das Schöne hier ist, mit der Gästekarte kann man kostenlos Bus fahren und man kann die Zugspitzbahn von Garmisch bis zum Alpsee kostenlos benutzen. Und man kann auch mit dem Bus nach Österreich rüberfahren, nach Lermoos und Erwald. Wir haben diesen Tag die Busfahrt nach Garmisch einmal ausprobiert. Ein neues Erlebnis für uns. Heute ist Markttag in Garmisch-Partenkirchen. Gudrun, das ist mal Zwiebeln, wa? Ja. Das kannst du bei uns als Bowlingkugel nehmen. Guck mal her, Stein, kannst du sein. Gott, ein Traum. Gudrun versteckt sich wieder. Muss aufpassen, dass sie nicht wieder im Laden verschwindet. Ein interessanter Laden hier drin, das müsst ihr euch mal anschauen. So, die Chefin hat mir erlaubt, hier drin zu filmen. Hier gibt es wunderbare, originelle Sachen. Wenn ihr mal in Garmisch seid, müsst ihr unbedingt hier vorbeikommen. Frische Brezen, ein T-Shirt für Gudrun. War dieses Haus früher ein Heustadel oder ein Bauernhaus oder sowas? Ein Stall war das. Ein Stall? Ja. Okay. Haben sie aber alles sehr schön hergerichtet, ja, ganz ja. Toll. Das ist alles noch im Originalzustand. Super. Wie heißt die Straße hier in Garmisch, wo das ist? Klammstraße. Klamm? Ja. Klammstraße. Okay, danke. Bitte. Schönen Tag noch. Danke. Tolles Haus, gell? Hier möchte Gudrun die Urlaubskasse aufbessern. Wenn es klappt, will sie umziehen. Wo steht Gudrun? Vom teuersten Bekleidungsgeschäft von Garmisch. Und wir haben schon wieder schönes Wetter. Kaum zu glauben. Nach diesem stressigen Stadtbummel mussten wir uns natürlich eine schöne Brotzeit gönnen. Und da wir traumhaftes Wetter hatten, haben wir dann auch einen wunderschönen Biergarten in der Stadt gefunden. Also es war wirklich fantastisch. Ihr hört die Musik nicht. Also Garmisch ist wirklich ein schönes Städtchen mit vielen tollen Lokalen, schönen Cafés, wunderschönen Häusern, auch mit toller Lüftenmalerei. Uns gefällt es in Garmisch immer sehr gut und wir können das nur empfehlen. Wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut euch das Städtchen mal an. Es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich sehr schön dort. Von unserem Stellplatz haben wir dann auch noch eine kleine Radtour gemacht nach Garmisch rein, um uns die Sprungschanze anzuschauen, aber darüber haben wir auch schon ein Filmchen gemacht. Das könnt ihr euch extra noch anschauen. Ich hoffe, sie bleiben alle ruhig liegen. Kennst du die? Nee. Herrschaften, wir haben heute 1. Oktober. Fantastisches Wetter. Sonne scheint, 20, 21 Grad, wunderschön. Bei unserer Radtour sind wir noch an den Talstationen der Alpspitzbahn und der Kreuzeckbahn vorbeigekommen.
Die Alpspitzbahn geht höher wie die Kreuzegbahn. Und dort ist es sehr schön, es ist immer was los und vor allen Dingen kann man da auch neben der Alpspitzbahn wunderbar essen. Da ist ein wunderschönes Lokal und das möchten wir euch jetzt noch zeigen. Das Lokal ist genau neben der Talstation der Alpspitzbahn und das Lustige war genau neben uns, da sind zwei Veganerinnen. Etwa so der Typ, wo man denkt, hoffentlich bringt der so und so eine nicht mit. Und die schauten die ganze Zeit ganz gebannt auf das sich dort drehende Spanferkel. Wenn ein Spanferkel immer nur Pflanzen frisst, ist es dann eigentlich ein veganes Spanferkel? Ich weiß jetzt nicht, warum die Damen sich ausgerechnet so hingesetzt haben, dass sie immer auf die Spanferkel schauen. Vielleicht lief ihnen auch das Wasser im Mund zusammen. Da das Spanferkel leider noch nicht fertig war, haben wir uns dann für Fisch entschieden. Auch eine gute Entscheidung. So ihr Lieben, wir dürfen uns jetzt verabschieden. Wenn euch der Film gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und ihr könnt uns natürlich auch kostenlos abonnieren. In unserem Teil 2 zeigen wir euch die Zugspitzbahn und die Zahnradbahn. Tschüss, sagen Rainer und Gudrun. Bleibt gesund.